Nachdem wir ein paar Tage zuvor die ligurische Grenzkammstraße von Süd nach Nord gefahren sind, haben wir uns auf den Weg zu unserem nächsten Ziel gemacht. Die Meira-Stura-Kammstraße. Unterwegs mit unserem L200. Da die ligurische Grenzkammstraße für uns in Tende endete, sind wir noch ein bisschen in Frankreich geblieben und dann nach Nordwesten Richtung Barcelonnette gefahren. Von da aus ging es dann weiter nach Italien, durch Vinadio nach Demonte. In Demonte gegenüber der Tankstelle startet die knapp 53 Kilometer lange Strecke nach Ponte Marmora. Nach ein paar Kilometern kommen wir durch das winzige Örtchen Trinita. Die ersten 22 Kilometer davon legen wir auf Asphalt zurück. Dann windet sich die Straße langsam die Berge hinauf und schon bald sind wir über der Baumgrenze. Der Ausblick über das hinter uns liegende Tal ist atemberaubend. Immer weiter schlängelt sich der Weg nach oben, bis wir schließlich nach 22,6 Kilometern am Colle Valcavera sind, 2418 Meter hoch. Ab hier hört der Asphalt auf und es geht weiter auf grobem Schotter. Bei Kilometer 24,3 fahren wir auf die 2,9 Kilometer lange Nebenstrecke über den Colle d'Ancoccia mit steilen Passagen und tiefen Auswaschungen. Thank you.
Die Straße ist am Anfang nur etwas holprig, aber noch recht einfach zu befahren. So langsam werden die Kehren enger, sodass wir teilweise reversieren müssen, um hindurchzukommen. Auch der Bodenbelag beginnt immer anspruchsvoller zu werden. Am Kamm Colle d'Ancoccia angekommen, halten wir kurz an und lassen die Landschaft auf uns wirken. Jetzt wird das Gelände deutlich herausfordernder, auch wenn das im Video leider nicht immer so spektakulär rüberkommt, wie wenn man selber am Lenkrad sitzt.
Neben einer alten Ruine bauen wir dann am Nachmittag unser Zelt auf. Zu dem Zeitpunkt kommen noch ein paar Wandergrüppchen vorbei. Zum Abend hin werden es deutlich weniger. Der Standort an sich ist spektakulär und wir genießen es sehr. Laut unserem schlauen Tourenbuch gilt auf der weiteren Strecke von Anfang Juli bis Mitte September an Samstagen und Sonntagen von 9 bis 17 Uhr ein Fahrverbot. Da wir am Freitag losgefahren sind, planen wir dann vorschriftsgemäß am Samstag ab 17 Uhr weiterzufahren. Nach einer weiteren Offroad-Passage treffen wir schließlich wieder auf den Hauptweg. Nach kurzer Zeit fahren wir leider auf eine geschlossene Schranke zu. Auf dem Schild steht, dass die Strecke von Juli bis September an Samstagen und Sonntagen ganztägig für Autos gesperrt ist. Na toll, uns bleibt also nichts anderes übrig, als wieder zurückzufahren. Nichtsdestotrotz war auch nur die Hälfte der Strecke ein beeindruckendes Naturerlebnis, das wir euch sehr empfehlen können. Zumal in diesem Streckenabschnitt der einzig anspruchsvolle Offroad-Abschnitt bereits enthalten war. Alles in allem ein gelungenes Abenteuer mit unserem L200.